Hallo, buenas. Hi. Lass mal alle reinkommen erstmal. Hallo. Ciao, ciao. Ciao a tutti. ¿Cómo estáis? Feliz viernes. Viernes noche. Buah, increíble. Estamos de planazo en casa viendo La Voz Kids. Und ich würde einfach mal sagen, herzlich willkommen, Yumi, erstmal in mein Team, in Team Alvaro. Es war mega krass. Super schön gesungen und einfach unfassbar coole Vibes. Also, ja, wirklich super schön. Ich freue mich echt, dass Yumi, du in mein Team bist, wenn du gerade hörst. Y nada, voy a hablar un poco de alemán, porque estamos aquí viendo La Voz Kids en directo. Entonces, en las pausas siempre voy online y hago un poco bueno, comentamos un poquito aquí juntos. Ich bin super happy, dass ihr alle guckt und heute bin ich auch wieder dabei. Letzte Woche war ich ja in Madrid und hatte noch ja so sorry für den Mix, spanische Awards und da haben wir sogar einen Preis gewonnen. Das war mega cool und da war ich halt in dem Moment weg und musste mich für die Bühne vorbereiten. Aber heute sind wir wieder zu Hause und ja, es wird mega geil. Es wird richtig cool. Wir haben ein bisschen was bestellt. Es gibt ein bisschen Sushi heute. Iwana. Und da geht's los, das ist die Werbepause. Aber ja, ist krass. Also, es ist schon echt, echt sehr spannend, das zu sehen. Und ich muss sagen, ich freue mich so sehr, dass ich meine Haare geschnitten habe. Jedes Mal, wenn ich die Sendung sehe, denke ich, Alter, gut, dass du es gemacht hast. Gut. Also, es war schon echt gut. Gute Entscheidung von mir. Wieso hat mir keiner das gesagt in der Show? Eigentlich habe ich ein Team, viele Leute, aber ich sehe aus wie so ein Hund mit so Haaren nach unten. Egal, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind. Und heute haben wir natürlich auch noch eine Special-Kommentatorin dabei. Yay, Melanie Kroll, Ich hallo. enthalte mich aber weitestgehend. Wieso denn? Wir gucken heute zusammen. Ich bin übrigens auch froh, dass die Haare geschnitten worden sind. Das war nicht meine Entscheidung, by Ich the way. weiß. Das hat er alles selber gemacht, weil Zum viele Glück. mir immer sagen, sag ihm mal, er soll seine Haare Du schneiden. hast mir schon lange Zeit, du hast Ja. mir schon sehr lange Zeit gesagt, dass ich die Haare schneiden Ja. sollte. Oder zumindest so pflegen, also so, ja, Ja, kürzer genau. halten. Aber jetzt ist es schön wieder. Naja, auf jeden Fall, Melanie hat, also ist super, wenn wir zusammen Fernsehen gucken und vor allem The Voice, weil du bist musikalisch, aber spielst Klavier schon, doch. Aber deine, wie sagt man, dein musikalischer, deine Expertise sozusagen. Meine Meinung, ja. Genau, es sind sehr nüchtern einfach. Und dann denken wir öfters anders einfach. Das ist sehr Ja. cool, einfach diese Balance zu haben. Stimmt. Und wenn ich neue Lieder habe, dann zeige ich sie ihr immer und dann. Und zwar sowieso anders im Fernsehen, hast du ja auch gerade gesagt, ihr seht ja Genau. diese ganzen Trailer gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wer die Person war, woher sie kommt, was sie schon gemacht hat. Ihr hört ja Genau. nur die Das Sekunden. ist super krass. Also das stimmt, weil wir sehen jetzt gerade die ganzen, wie sagt man, die Trailer von den Kids und das von Yumi habe ich auch noch nicht gesehen gehabt und gesehen gehabt, sagt man nicht, ne? Spricht man so? Ist okay. Okay. Ach, sie ist auch meine Deutschlehrerin. Auf jeden Fall, es ist so, dass ich so viel mehr erlebe und viel mehr weiß von allen Kids und Talenten und ich meine, oh Mann, es ist immer so, man ist so schnell emotionalisiert, wenn man die verschiedenen Stories sieht und diese so süß gerade auch irgendwie da irgendwo in, weiß nicht, ob es Mallorca war oder irgendwo in den Inseln, war das super süß, wo die Nachricht bekommen hat von Alba Berlin. Und sowas kriegen wir natürlich nicht mit. Wir hören einfach nur eine Stimme und wir wissen wirklich gar nichts. Deswegen finde ich es auch super schön, das zu sehen und zu gucken einfach, was die Talente so machen, bevor sie auf die Bühne gehen oder was sie für Leben führen. Und öfters würde man einfach nur buzzern, weil die Storys so geil sind oder weil die Talente so cool sind oder die Kids einfach so eine, keine Ahnung, so einen coolen Charakter haben, ne? Also, ich bin sehr, sehr happy, dass ich dabei bin, auf jeden Fall und diese ganzen Erfahrungen machen darf. Aber ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen guten Freitag. Und wenn ihr hier seid, dann ist schon mal super. Dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Wochenendestart. Ich bin gerade dabei, einen neuen Song fertig zu machen. Und Mein Lieblingssong übrigens. Der ist richtig gut. ja. Ja, der wird richtig gut. Ich freue mich voll. Geil, okay, wenn sie das sagt. Ja, Sehr ganz gut. trockene Expertise. Ja. Ganz nüchtern. Ja, auf jeden Fall
freue ich mich jetzt auf die nächsten Talente, die kommen, weil ich habe ein paar gesehen bei dem Trailer gerade und es wird sehr cool. Ich lese mal ein bisschen hier. Was macht ihr so am Wochenende? Also ich bin heute seit 3 Wochen gar nicht mehr in Spanien gewesen zu Hause, weil ich die ganze Zeit nur unterwegs war. Aber es war so ein bisschen, ein bisschen viel unterwegs. Und gerade wenn wir ein bisschen mit Freunden chillen und ganz entspannt einfach machen. Machen wir jetzt wieder auf den Markt. Genau, aber ich muss eigentlich den Song fertig machen auch noch. Deswegen werde ich irgendwie versuchen, mein Leben und meine Arbeit zu kombinieren, so gut ich kann. Krass, ich denke nur an Essen, ich denke schon wieder an Churros. Ja, ich denke die ganze Zeit an den Song. Porque no hablas en español. Es que estoy, esto es, estoy, perdona, tenés razón, pero es que estoy comentando La Voz Kids en Alemania. Entonces, como la gente lo está viendo en alemán, obviamente, pues me parecía correcto hacer este live en alemán. Y nada, así estar en contacto con la gente que está viendo el programa. Pero sí, obviamente no puedo hablar en todos los idiomas a la vez, porque si no, no lo puede hacer ni Google Traductor eso. Así que es un poco complicado. Siempre hay alguien que no lo va a entender. Pero nada, así que a ver si, bueno, si participa en La Voz Kids España, pues igual ahí sí que podría hablar en español. Also, guck mal, versteht deine Partnerin Spanisch? Irgendwie wirkt es jetzt so, es wird jetzt so einem Double-Question-Ding. Ich bin die ganze Zeit drauf. Sprichst du Spanisch? ¿Dolas español? Sí. Sí. Estoy aprendiendo hace 8 meses o algo. Sí. Estoy aprendiendo. Ah, siehst du, guck mal. Sí, muy aprendiendo. Bien. Exacto. Pero muy bien hablas español tú. Sí, tengo un profesor en Madrid. Se llama. Siehst du, guck mal, ganz schlecht. Carlos. Super gut. Sí. Pero, ajá. Estamos solo hablando en alemán muy mal. ¿Nosotros dos? Sí. Sí, a veces hablamos mucho alemán. Deberíamos hablar más español. No, no estoy aprendiendo más. Sí. Creo que estás aprendiendo más. Bueno, mañana solo en español. Sí. Naja, auf jeden Fall. Ich guck mal hier, was ihr noch schreibt. Hast du Michael Patrick Kelly Kontakt? ja, ich habe seine Nummer. Ich schicke euch aber nicht seine Nummer. Ja, wann The Voice Kids in Spanien? Also, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber es wäre mega. Was sieht man? Oh, ich glaube, es geht gleich weiter, ne? Und später kann ich vielleicht ein bisschen von dem Song was zeigen, von dem neuen. Kannst du mal Studio zeigen? Ja, mal. Den Song einfach, sehr schön. Wir sind schon 9 Jahre Fan von dir. Krass. Von 9 Jahren hatten die auch gar nicht angefangen. Also, oder von meiner Band dann. 2015 ist ja der Luis Moschol gewesen, ist ja vor 8 Jahren. Ne? Mhm. Ja, aber naja, vielleicht doch 9 Jahre, krass. Du bist ja cool, neben Vincent Weiss der beste Sänger. Vielen Dank. Ich muss sagen, die anderen Coaches sind echt cool. Und es macht sehr viel Spaß. Okay, es geht weiter. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, adios, bis gleich. Viel Spaß. Tschüss.